hab mal meine Haare halt richtig gebumst so. Die waren halt so ultra trocken und die Spitzen waren kaputt. Aber ich hab mir den Cap-Lifestyle einfach zu krass angewöhnt, Mann. Ich weiß ja, das ist einfach chillig. So, du brauchst mit deinen Haaren nichts machen. Wenn scheiße aussieht, Cap drauf. Und da es immer scheiße aussieht. Zieh die Icon-Kappe aus, du Schmock. Wird langsam langweilig, steht in Null. Ich kann mir das tragen, was ich will. Wenn ich damit zufrieden bin, kann ich dir auch fragen, Digga. Mir scheißegal. Ich letztens schon gesagt im Stream mit Steini, glaube ich, ne? Wie geil wäre das, wenn man singen könnte, ehrlich. Guck mal, dann hätte ich jetzt gerade... Wie krass wäre das? Ich hätte gerade so eine belanglose Scheiße gefreestylt, aber dadurch, dass ich singen kann, also könnte, hätte es sich heftig angehört. So, und jetzt denkt ihr euch einfach, was macht der Spaß da? Warum singt der? Hört sich ja kacke an. Aber wenn es sich krass anhören würde, wäre es halt heftig, Mann. Ich weiß nicht. Ich bin letztens irgendwie mal nachts oder so beim Schneiden auf alte Miguel Pablo Videos gekommen, irgendwie durch dieses Chicken Wing Teil da. Baden in Chicken Wings. Was ja schon ziemlich krass behindert ist. Und dann bin ich auf seiner, der hat irgendwie so einen Diss-Track gegen Herachay oder so ja gemacht, ne? Alter. Singer Brother oder Rapper Brother? Definitiv Rapper Brother. Was ich beim Rappen so geil finde, ist halt, dass du halt durch Übung echt viel reißen kannst. Ah ja, und BK natürlich auch, Alter. Der Typ rappt halt wirklich, als hätte ihm irgendein Huhn ins weiß ich nicht, geschissen. Tut ja richtig weh. Muss man ja mal Real Rap so sagen. BK, die haben gegeneinander FIFA gespielt, war lustig. Und ich weiß nicht, wie du persönlich drauf bist, aber lass es sein. Ist nicht gut, Mann. Wirklich nicht gut. Aber du weißt, wer neu zuschaut, kommt in die Subgang, Subgang, Subgang. Nach all den Days hab ich die 100 Köln. Boah, es ist Broski, Anfang 20. Er im FIFA so wie Benji mit Frauen, denn er flankt mich. Ziemlich wack so von der Zeilenkonstruktion, aber ja, Vergleich ist gut. Ist halt absolut wahr. Ich glaube, das war wieder so ein Moment, wo ich als einziger und am meisten über meinen eigenen Witz lag. Egal. So, was müssen wir machen? Gibt's den Stream auch in unterhaltsam? Du bist ja nicht drin, mein Junge. Ich denke, das reicht auch, oder nicht? Oh, Benji. Schmeiß weiter Holz ins Feuer. Mehr sag ich nicht. Benji, ich sag dir nur eins. Der Knall wird richtig kommen. Ich sag dir nur eins. Leg dir nicht mit dem Mann an, der diese Pfeifen macht. Ja? Wo du einfach... Kannst du immer wieder sagen, wenn du mit dem Teufel frühstücken willst, da brauchst du einen ganz langen Löffel, mein Kunde. Das schwöre ich dir. Die Frage ist nämlich, wie wir... Jetzt scheiß auf den kleinen Pullermann, erklär mir, wie du diese Pfeifen machst. Ja, man kann es oder man kann es nicht. Ja, ich kann es nicht. Du kannst auch ein Tutorial haben, wo du komplett reinscheißt und das auf die Kohle schiebst. Auch solche Leute haben wir gesehen auf dem Team. Aber die sind auch eher so am anderen Ufer unterwegs, ne? Korrekt. Benji, wir haben mal im Zusammenhang mit dir, kommt mir gerade der Gedankensprung Aktivität. Haben wir heute mal tatsächlich im Stream überlegt, es könnte sein, dass Stein und ich in diesem FIFA-Teil mehr Dual-Streams gemacht haben, als du generell Streams. Kommt ja gar nicht so, ist ja wieder voll. Ja, dann schon wieder ausgemacht. Ja, kurz beleidigen, dann aus. Jetzt kommt wieder eine Sprachnachricht gleich. Oh, ich weiß nicht, wie oft ich an diesem scheiß Tag zum Boxautomaten herausgefordert bin. Qualität, Quantität. Ja, du hast ja beides nicht. Yeah! Weckester Spruch 2018 wurde soeben vergeben. Ja gut. Im Gegensatz zu dir ist dann bei uns auch mal was vergeben. Ja, der könnte tief beim Sitz. Guck mal, einmal die Frage. Ich sag mal so, wenn Seeigel und Löwe gegeneinander kämpfen, dann hängt doch immer die Frage an, wo der Kampf stattfindet. Ja, wir sind hier im scheiß Meer und da ist der scheiß Seeigel vor dem Löwe, Kollege. Ja? Da kannst du hier gerne auf Löwe machen. Aber hier sitzt der Seeigel, mein Junge. Und wenn der zusticht, dann schwirrt aber was ganz anderes an bei dir, Kollege. Das schwöre ich dir aber. Eier. Eier.
alle Mods Benji timeouten wollen. Moin, Digga. Benji, kein Mod hier? Nach dem Vergebenspruch nichts mehr reingeschrieben. Du. Ich glaube, der kommt jetzt sehr hier langsam. Der saß jetzt nicht. Der ist jetzt in eine Küche gegangen. Und dann wurde ein kleines Brotmesserchen geholt. Nee. Und dann. Nach dem Vergebenspruch kam nur der hier. Hast du das gehört? Hast du gehört, was der gesagt hat? Ich bin nicht vergeben. Hast du das gehört? Hä? Ich bin nicht vergeben, sagt er zu mir. Ja? Soll ich aus Moskau beim Mädchen trinken Wassereis? Oh Gott, da bin ich wirklich neidisch. Da mit dem Mio da chillen kann, da bin ich neidisch. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ändert nichts daran, dass du mich leid findest. Hast du verstanden? Wolltest du ein Studio mit viel Raum haben? Mit viel Platz? Da hinten. Hol dir einen LKW. LKW. Den Hänger, ja. Ja, kannst sicher. Du hinstellen, wo du willst. Kannst pennen drin. Auch schon wieder Teasy angerufen. Timo, kann der LKWs klar machen, dein Mann? Kann der LKWs klar machen? Klär mal, morgen komm ich vorbei. Gucken. Nee, ich schick meinen Kumpel vorbei, der guckt für mich. Das Benji. Ist eine WhatsApp-Gruppe, Crew. Ey, hier, nehmt euch mal kurz Zeit. Ich schicke euch mal ein Video rein. Was haltet ihr von dem LKW? Ist der gut? Soll ich mir einen LKW holen? Da ist auch vorne noch ein Teddybär am Spiegel. Und ein Schild. Und ich kann da sogar drin pennen. Ja. Küche kann ich auch reinbauen. Wie so ein Wohnmobil. Nur als LKW. Moment, das ist wirklich Benji. Das ist wirklich Benji. Deine Mom besucht den Bang sehr gerne. Kannst du bei dir gerne machen, da wird ja nicht angefasst. Meine Mutter hatte schon früher gerne schwule beste Freunde, ja, also von daher geht das voll okay, ja. Wenn die mal reden will oder so, gar kein Problem schicken. Du sollst auch meine mal wieder anrufen, die hätte gern wieder einen, der Weg vom Tisch hoch. Oh Mann. Nee, ich freue mich auf den Instrument. Also Clubhaus wird dieses Jahr, glaube ich, nochmal. Vor allem jetzt, ich glaube jetzt mit Finn und Bossio. Ich glaube, es wird nur noch beleidigt, Alter. Es wird nur noch beleidigt. Benji, du guckst ja zu gerade. Ich werde mir die Mühe noch machen. Kennst du dieses Teil hier noch? Der Zug klemmt immer noch. Aber ich muss nur zwei Schrauben lösen, die ich nicht auf der Gamescom mehr lösen konnte. Also die werde ich mitnehmen. Und ich kann mich erinnern, dass du das Zimmer neben mir haben wirst. Und du da sehr wahrscheinlich einen Mitbewohner dieses Mal haben wirst, den man leicht schmieren kann. Ja? Ich würde jetzt gerne das Geräusch machen. Aber die werde ich safe fit machen. Die werde ich safe fit machen. Ihr werdet nicht ruhig schlafen können im Kuhhaus. Ich brauche nur das Ding. Und wenn ich das mit einem Seilzug an der Tür befestige und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, legt sie das Ding nach und schießt drei Pfeile ab. Benji, eine Sache musst du merken fürs Gamescom-Haus, fürs Kuhhaus, ja? Wenn du irgendwas planst, Benji, wenn du irgendwas planst, zwecks Schlafen oder so, ja? Wenn ich mich nachts mit dem Finn im Zimmer einschließe, kommt das nicht komisch. Wenn du dich nachts mit Bossio im Zimmer einschließt, dann wissen wir wieder Bescheid. Dann gehe ich aber auch nicht rein, ja? Dann lasse ich das. Dann werfe ich noch eine Packung Durex durch den Schlitz mit Geschmack und dann ist auch gut. Die obligatorische Socken. Ich hab Bock. Bei Prison Break haben die immer Wäscheaufgaben. Ich hab Bock. Jetzt kommen wir. Da war echt geil, dieses Ding, wo, wenn sie gerade wieder Haare bekommen hat, sah eine Zeit lang aus wie so ein richtiger Polio. Der was vom LKW klaut. Nee, wie so ein Polio, der was vom LKW klaut. Schickt der noch nicht mal in eine Gruppe, ne? Ich werd wieder ausgegrenzt, ja. Du dreckiger Bastard, Alter. Richtiger Wichser. Sag mal, ist das eine Kronleuchter-Version oder ist das so eine abgespeckte Scheiße? Wir sind raus, Freunde. Macht's safe. Ciao, danke für den Support. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Also, haut rein. Macht's gut. Tschüss.